Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. In dem Physikunterrichtsraum meiner alten Schule, und wenn Sven Rissmann jetzt gerade am Platz wäre, wir haben ja zusammen die Schule, die Schulbank gedrückt, würde er es wahrscheinlich bestätigen, gab es einen Spruch an der Wand, der sagte, und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir und sagte, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Genau dieser Spruch war es, der mir spontan einfiel, als ich den Rot-Rot-Grün-Antrag lesen musste. Der große Preußenkönig Friedrich der Große sagte einst, es gibt keine schlechten Soldaten, es gibt nur schlechte Offiziere. Diesen Satz kann man durchaus auf unsere Debatte hier heute übertragen. Es gibt keine schlechten Schüler, es gibt nur eine schlechte Bildungspolitik. Und genau das trifft die Sache im Kern. Natürlich ist es ein Gewinn, neben seiner Muttersprache noch eine weitere Sprache fließend zu beherrschen. Und natürlich unterstützen wir als AfD grundlegend ein solches Konzept, auch neuen Sprachunterricht an Berliner Schulen zu etablieren. Allerdings ist das nur ein Vorteil, wenn die Deutschkenntnisse darunter nicht leiden und diese Maßnahme nicht nur als Alibi dient, um schlechte Deutschkenntnisse von gewissen Migrantengruppen zu relativieren. In diesem Fall kann man mich gar keinen Blumentopf gewinnen. Schon in meiner letzten Rede hatte ich angesprochen, dass ein verstärktes Sprachangebot von beispielsweise Spanisch ein Gewinn für die Schüler wäre. Und Sie sprechen diesen Punkt in Ihrem Antrag ja auch direkt in der Begründung an. Dort beziehen Sie sich auf eine Passage im sogenannten Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung aus dem Jahr 1995, wo genau das gefordert wird. Ich habe mir im Rahmen meiner Vorbereitung mal angeschaut, an wie vielen Schulen tatsächlich Spanisch als Unterrichtsfach angeboten wird. Die Antwort lautet, an weniger als 100 Schulen von knapp 800 allgemeinbildenden Schulen ist das der Fall. Zum Vergleich, in Österreich wird schon seit Jahren flächendeckend an allen allgemeinbildenden Schulen Spanischunterricht erteilt, ebenso wie Russischunterricht. Ja, weiterhin fragte ich mich, wer seit dieser Forderung aus dem Jahr 1995 bis heute primär das Bildungsressort eigentlich innehat. Also wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, ich glaube, es gab zwei Kollegen, die auf jeden Fall schon hier waren, seit dem 25. Januar 1996 bis heute durchgehend, also in 21 von 22 Jahren, hat die SPD das Ressort in. Und jetzt fällt Ihnen ein, meine Damen und Herren von der SPD, dass man nach 21 Jahren eine solche Forderung tatsächlich mal durchsetzen könnte. Also ganz offen, das ist unfreiwillig komisch. Ja? Herr Kerker, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Alte? Ich brauche meine Zeit, tut mir leid. Ihr Antrag, sprachliche Vielfalt in Berlin als Reichtum begreifen und im Unterricht weiterentwickeln, ist eine einzige Farce. Schlimmer noch, es ist schon wieder ein Angriff auf das Berliner Bildungssystem und ein Programm zur Unterstützung von Integrationsverweigerern. So fordern Sie allen Ernstes im Absatz 3, dass die rechtliche Grundlage geschaffen werden soll, mit der die erlernte Herkunftssprache bei Prüfungen und Abschlüssen als erste bzw. zweite Fremdsprache anerkannt werden kann. Eine solche Forderung widerspricht jeder integrationspolitischen Vernunft, meine Kolleginnen und Kollegen. Zuletzt wundert es natürlich auch nicht, welche sprachlichen Angebote bei Ihnen mal wieder die Priorität genießen. Ja, dafür braucht man auch keinen Publikums- oder Telefonjoker. Es ist natürlich Türkisch, Arabisch und Kurdisch. Ja, das sagen, ich bin mit einer Ausländerin verheiratet, meine Kinder werden zweisprachig erzogen. Wir kennen die Probleme im Kindergarten in Berlin, das können Sie mir glauben. Und das schon seit Generationen, das war nämlich zu meiner Zeit schon so. Ja. Ja, ausgerechnet die Ausländergruppen mit den nachweislich geringsten Integrationserfolgen stellen Sie mal wieder in den Fokus. Ja? Also Ihre Devise scheint zu sein, wer sich erfolgreich seit Generationen gegen Integration wehrt, der soll möglichst auch noch belohnt werden. Ja? Das ist eine Farce. Und es bringt ja auch überhaupt nichts. Absolventen mit nicht optimalen Deutschkenntnissen haben nahezu keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Kein Problem wird dadurch gelöst, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja? Mit so einem Abschluss ist überhaupt nichts gewonnen. Ja, und noch absurder ist es ja, wenn man liest in Ihrem Antrag, wie Sie das überhaupt durchführen wollen. Das ist ja auch schon angesprochen worden von der Kollegin Bentele. Sie fordern tatsächlich, und es ist leider kein verspäteter April-Scherz, hierfür türkische Konsulatslehrer als Dozenten heranzuziehen. Also da muss man wirklich mal fragen, ob hier der ein oder andere den Verstand verloren hat. Ein gewisser Herr Erdogan, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere schon mal von ihm gehört, ist gerade dabei, die Demokratie in der Türkei einzudampfen und Sie wollen ernsthaft, dass dieser Mann uns seine linientreuen Lehrkräfte nach Deutschland schickt, um die hier lebenden Türken ideologisch zu infiltrieren? Da müsste man ja die Frage stellen, warum laden Sie denn nicht gleich noch Kim Jong-un ein? Der kann denn für die hier lebenden Koreaner möglicherweise Seminare zum Thema Friedenspolitik anbieten. Ja? Es gilt ganz klar, die deutsche Sprache, die deutsche Leitkultur sind nicht verhandelbar. Jeder Migrant, der nach Deutschland kommt und damit nicht einverstanden ist, wird zum Problem oder ist bereits zum Problem geworden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja? Etablieren Sie Sprachunterricht, der zukunftsorientiert ist, wie Spanisch, Chinesisch oder auch Russisch. Ja? Die Chinesen bauen heute schon die meisten Elektroautos. Das sollte doch gerade die Kollegen von den Grünen dazu motivieren, sich da vielleicht mal bei einem Kurs einzuschreiben an der Volkshochschule. Ja? Aber hören Sie bitte auf, vermeintlich gut gemeinte Anträge zu nutzen, um genau das zu unterlaufen. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch mal ein paar versöhnlichere Töne von mir geben und ich bediene mich dazu mal wieder der Bibel. Wir haben ja vor einigen Wochen Ostern gefeiert, die Auferstehung Jesu Christi. Und als Christus gefoltert und gequält am Kreuz hing, war er nicht etwa auf Zorn und Hass, von Zorn und Hass für seine Peiniger geprägt. Nein, er bat den Herrgott: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, ich werde heute Abend mal ausnahmsweise den rot-rot-grünen Senat in mein Abendgebet einschließen. Denn ich glaube, da passt der Satz auch. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.